Es ist schon 19 Uhr, ich gehe mal schnell die Kühe, nicht wahr? Warte mal, ist das das Richtige? Nein, das ist nicht die Richtige, die ist die Richtige. Ja, ihr Mu-Kühe, ich komme, ich fliege, ich eile. Gleich werdet ihr abgezapft. Vergiss es, du kannst doch nicht fliehen. Was hast du denn gedacht? Ah, du bleibst stehen. So. Dreizehn, vierzehn, neunzehn. Eine WhatsApp vor 7 Uhr hätte mich heute nicht glücklich gemacht. Ich glaube, niemand hätte das glücklich gemacht. Ich habe ja auch nicht damit gerechnet, dass Lavi antwortet. Schier schön, nur bei Zähnen unglücklich. Was? Hat heute den Hufner angefressen. Jedem das seine, lieber Jason, jedem das seine. Eins. Ich gehe mal zum Hühner. Neun. Neunzehn. Ich lese nebenbei Chat und ich muss aufpassen, dass nicht das gleiche wieder passiert. Lavi? Ja. Könntest du Tanandrina mal wieder retten? Nee, geht. Ich komm, bin rausgekommen. Uff. Gib mir den Eimer. Ich sehe nichts mehr. Pff, nein. Lil. Oh Gott. Mit Lil sieht man ja auch nicht viel mehr. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, welche Kühe ich gemolken habe. Shit. Ich merke mir immer die Farben. Deshalb habe ich mich auch drei verschiedene. Weiß habe ich und die braune habe ich, glaube ich. Diese habe ich noch nicht. Oder? Spätestens wenn sie schreit, weiß ich, dass es die falsche war. Ich habe mir jetzt doch zwei Herden Ziegen geholt. Fünf weiße und okay, die war's. Ja. Fünf weiße und fünf braune. Ja. Und die habe ich, den habe ich Namen gegeben. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Weiß ich mal ganz jetzt genau, legt die Kuh sich hin. War. Braun war denn die braune noch nicht? Komm mal her. Habe ich dich noch nicht gemolken? Ich weiß es nicht. Ist ja egal, die okay, die habe ich auch schon. Ja. Ach, Menno. Dann nimm die andere, das ist doch egal. Sie dann kann ja nur noch die weiße übrig sein. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Oh Gott, nee, ich will doch den Kühen nicht wehtun, Mensch. Ach, gib mir den Eimer. Kuh! Gibt's das? Warte mal, hier ist der Eimer und hier ist. Ich glaube, ich schaff das nicht alleine, ne? Das ist einfach nicht machbar. Wir müssen dann mal gucken, wie wir. Wir haben keinen Blauschimmelkäse mehr. Wir heben das noch ein bisschen auf. Ja, klar, muss ja nicht. Die verdirbt ja nicht, ne? So, komm, wir gehen schlafen. Ich bring's ja mal mit in die Küche. Ja. Weil der ist eh voll. Nein, ich habe eben während des Melkens gelesen. Der Jason hat ja geschrieben, er hat einen Hofnarren gefressen und er hat gefrühstückt. Entschuldigung, gefressen. Oh, wie bösartig, gefrühstückt. Und da hat die Manu gefragt, ob er denn lecker war. Ausgezeichnet, das Glöckchen klingelt bei jeder Bewegung noch etwas. Guck mal, wir haben Licht. War mal so, dann können wir das hier ausmachen. Wir haben so schönes, guck mal, Deckenlicht. Warte mal. Zack. Ah, schön. Gucke, damit wir auch was sehen, wenn wir schlafen. Aha, darf ich nicht.
Ich will immer bei dir reinkriechen, aber das darf ich nicht. Sowas, oder? Ja. Aber dass wir mit Schuhe schlafen gehen in den schönen Betten, das ist dir schon klar, ne? Ja. Und mit dreckigen Jeans und so. Ja. So, dann müssen wir Käse kaufen gehen. Ja, und die Mühe welken, oder wollen wir die heute Die Vormittag Kühe auslassen? kann man auch gleich. Also, wir haben ja noch eine weitere Kanne. Hallo, Spooky! Na, mein Schatzi, ich werde dich nicht streicheln, sonst kommst du mit. Ich gehe mal mit dem Komposter durch, du während du mal heute. Heute darfst du mal. Okay. Geh mal mit dem Komposter durch, damit wir hier mal ein bisschen. Wir haben hier Mal nämlich mit ganz dir. schön reingekeckert. Wenn das mit dem Blauschimmelkäse nämlich so viel mehr Geld gibt, ne, dann sollten wir das echt nutzen, ne? Hallo, du Schweinchen. Schön, dich zu sehen. Und ich meine nicht Lavi. So. Bei den Hühnern müssen wir auch noch mal die Kackibrust nehmen, ne? Bestimmt. Da waren wir nämlich heute auch noch gar nicht. Wo kommen wir denn hier? Ach, hier. Hallo Hühnchen, seid ihr wach? Ja, ihr seid hier drinnen, ne? Hier ist schön warm und gemütlich. Aufheben. Hier ist ein Ei. Sehr schön, sehr schön. Wie sieht es hier draußen aus? Also die Hühner haben es am gemütlichsten, finde ich, ne? Ja, mal gucken, wie es aussieht. 5,30 von 20 haben wir schon. Kompost. Ach, warte mal, ich hätte ja auch gleich noch mal hier. Warte. Mit dem Eierkorb, der hier Du bist die steht. andere Kuh. So. Ich bin ein Genie und So, nur komm ein mit. Genie beherrscht das Chaos. Wir haben nur ein Ei. Ich habe schon welche gesammelt. Okay. Huch, du bist die Falsche, in Ordnung. Oh mein Gott, ich habe einen Grafikfehler. Die Zitze wird ganz lang, wenn ich. Das ist Mach fürchterlich. nicht Das so. monsterartig ist das. Wir haben Monsterkühe. Habt ihr ja aktuell besondere Ziele im Spiel? Ja, wir möchten reich werden. Nein. Es gibt die Möglichkeit, hier ein Gewächshaus zu bauen. Dafür müssen wir Glas besorgen. Das Glas wiederum kostet jede Menge Geld. Das heißt, mit den Produkten, die unsere Tiere machen, die wir dann verkaufen, bekommen wir Geld. Und des Weiteren ist hier vorgegeben Landwirtschaft. Säen, streuen, ackern, ernten und auch. Daraus kann man auch Tierfutter machen, ne? So war das gewesen, ne? Aus dem, ja, Weizen und so, glaube ich. Genau. Und das ist langfristig auch natürlich ein Ziel. Und wir haben noch nicht alle Tiere. Es gibt noch Ziegen, ne? Siegen, ja. Noch Ziegen, die auch einen Stall benötigen, aufgebaut werden müssen. Ja, das schauen wir mal. Also es ist noch ziemlich viel, finde ich. So, jetzt müssen wir Zum zum Laden. Laden Ja, die fahren. Frage ist jetzt, warte mal, wir haben 741. Wir müssten eine Sau kaufen. Das kann man noch nicht machen. Wir haben noch vier Eber. Die sind noch nicht groß genug. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt mal, nimm mal, geh jetzt Milch kochen und du kümmerst dich mal um ein oder zwei oder so Eber. Ja, Was hältst okay. du davon? Ich gehe jetzt hier ein Aber die sind bisschen. zu klein, gell? Also, Ja, fürs Erste, das ist, glaube ich, jetzt. na gut. Ist in Ordnung. So, da ich ja nicht mehr so viel Blauschimmel habe, kann ich heute auch nur. Kuh, also Kuhei machen, Milchei.
Und wie koche ich denn jetzt? Gedrückt halten, alles entfernen, drücke aufheben. Ach, okay. Geht gar nicht. Ich muss das Fahrzeug entladen. Lavi, wie kocht man? Bitte? Da musst du einfach aufheben und wieder loslassen. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich auch ein Bug. Aber ich denke so, hä, wieso kocht das denn nicht? Passiert Also wir haben immer. hier eigentlich Licht drin, Licht ist an. Ne, also in unserer Trockenkammer. Ach Mann, das ist doch ärgerlich. Muss das Fahrzeug entladen, obwohl die Boxen oben auf der Ablage stehen. Ach, doch, das ist echt blöd. So. So. Ja, ich muss gerade mal niesen, Entschuldigung. Ja. Jetzt habe ich aber. Ui. Wenn du das noch ankündigen kannst, ist ja gut. Bei mir geht das immer ohne. Aber es war jetzt auch schon ganz schön knapp. Muss ich auch zugeben, das war knapp. So, das Ei da. Nein! Oh, jetzt. Oh, da ist ein Ei auf den Boden gefallen. Was, warum? Ich sag mal, ich bin heute echt zu. Na toll, und jetzt ist da gar kein Ei drinne. Jetzt haben wir ein Ei, oh Gott, ein Käse ohne alles. Ach, Menno, ich muss mal kurz Ja. mein Näschen schneuzen. So, Achtung, alle weghören bitte. Der andere auch schon hinüber? Nee. Okay, geht nicht. So koche ich auch immer. Zutaten und Töpfe Richtung Herd werfen und auf das Beste hoffen. Ja, ich auch. Ah, Und ja. alternativ packe ich mit der Hand auf den Herd. Also das geht auch. Das funktioniert alles. Zack. Zack. So. Wie viel haben wir hier noch drinne? Also Noch zwei Käse, okay. bei mir Hinzufügen. funktioniert das nicht mit diesem auf die Hand switchen oder so. Ich muss richtig laden. Ja, dann mach das auch. Zwölffuchs, hast du gehört? Bei Lavi funktioniert das leider nicht. Aber der Vorteil ist, wenn hier ein Ei runterfällt, lieber Jason. Dann hat man nicht gleich die Katastrophe, dass man alles sauber machen muss. Wie unrealistisch. Also, wir sind aber auch der klugen Einer, ne? In einer Wieso? Dunkelkammer, wo gereift werden muss, machen wir eine Lampe rein, ne? Ja. Willkommen zurück, lieber Sigi. Willkommen zurück. So, Produkt nehmen. Ach Mann, ich schmeiße erstmal den Käse auf den Boden. Schatz, ich habe die Käse auf den Boden geschmissen. Sag's niemandem. Okay. So. Die Milch ist zum. Die Milch, der Käse ist zum Reifen gedingst. Nee, was machst du da? Wir wollen die verarbeiten. Ja, ich muss sie doch erstmal sammeln. Ach so. Weil ich trage die nicht einzeln da rein. Warum nicht? Hast du denn schon alles Und noch eingesammelt? ein da unten. Hier vor der Garage liegt auch noch ein Stück. So. Dann wollen wir mal. 18. Okay, ich fahre Warte. mal weg für den Fall, dass noch eins unter dem Auto liegt. Ja.
Was ich jetzt nicht verstehe. Warte mal, da muss da. Warum hat der Fleischwolf keine Anzeige, wo das stehen muss? Naja, wir werden sehen. Komm, wir tun das mal hier rein. Moment, stopp, stopp, stopp. Der Ja, deswegen. Fleischwolf hat doch eine Anzeige. Da. Ach so, das ist der. Ja, okay. So. Jetzt musst du lauter die ganze Zeit E machen, bis auf einmal Warte mal, E. wir müssen den einschalten. Okay. Richtig. So, ah, guck mal. Und dann mit Maus aufheben. So, dann nehmen wir jetzt mal hier ein Produkt Mit Maus, nehmen genau. und dann Und hier in die Wurst. hineinlegen. Und da muss ich, ach ja, der brauche ich ja keinen Topf, stimmt E ja. und E. Ja, und eh. Warte, warte, warte. Ach, weißt du, wie lange das her ist? Ja. Und die muss dann hier einzeln gekocht werden. Glaube, die wird gar nicht gekocht. Musst du mal probieren. Warte mal. Hatten wir die nicht gekocht gehabt? Dachte, die müsste gekocht werden. Muss die gekocht werden? Wenn sie da nicht reingeht, dann nicht. Sieht nicht so aus. Dann kommt die in die Schränke rein. Ach ja, da kommt die in die. Ja, natürlich, die muss ja. Aber Schrank, sechs Bretter, ne? Wir haben keine mehr, ne? Nee. Ich hole mal ein Bäumchen, aber nicht von hier vorne. Das finde ich schade. Ich hole einfach mal von hier hinten ein Bäumchen. Wo es nicht so auffällt, dass der fehlt. Also dieser hier zum Beispiel. Ach, jetzt habe ich auch noch eine Frikadelle draus gemacht. Du kannst Manu hören? Wie kannst du denn Manu hören? Du hast eine Frikadelle drauf. Wie macht man eine Frikadelle? Indem ich nicht den Topf nehme, sondern Auf das Bo auf. Produkt. Oh, okay. Ja, nehmen wir auch. einschalten. Ich hole noch einen Baumstamm. Die restliche Wurst müssen wir roh verkaufen übrigens, gell? Weil wir haben ja nur Wieso? einen Schrank, weil es gehen nur 6 Stück rein. Dann müssen wir noch einen Schrank bauen. Oder wir gehen ins Haus, das sind ja auch noch so Dinger. Oder so. Bei dem ganzen Essen bekomme ich auch langsam Hunger. Aber Spooky, der tobt hier sich schön aus, ne? Uff. Warte mal, wir haben doch hier noch einen leeren, ne? Kann ich da die Wurstringe reintun? Ich glaube ja. Ja, guck mal. Und dann hängen wir das dann auch noch einen Teil davon ins Haus. So, den Schrank hier, da waren ja nur noch. Oh, guck mal, der Schrank ist jetzt fertig. Da können wir was reinhängen Gut, da kannst du jetzt. jetzt 6 Stück reinhängen. Okay. Schwupp. Okay. Kann ich die Frikadelle auch da reinhängen? Kannst du auch reinhängen. Ich hänge mal die Frikadelle hier rein. Das sieht aus wie ein Sarg, wie so ein Geldsäckchen. Ja. Du machst das gut. Ich dagegen schmeiß die Wurst dauernd auf den Boden wegen der Würze, weißt du? Ja, genau. Man weiß ja nie, was für gute Geschmäcker da Ja, ja, mitspielen. ja, ja. So.
Schrank ist voll. Ah, guck mal hier. Einfach hinstellen. Einfach hinstellen. Ich tu Ich habe drauf. die Motorsäge ausgeschaltet. Ach so. Nimm. Wir arbeiten jetzt zu zweit. Topf nehmen. So, ah, okay, das musst du mir sagen, ja. Geil. Fließband. Wenn das mal nicht Fließbandarbeit ist hier, du. Jawohl. Dann gehe ich mal hier mein Community-Frikadelle. Oh ja, eine Community-Frikadelle klingt gut. Das klingt nach mehr. Der ist leer. Da sind noch welche drin. Kaffee für alle im Chat. Plus Community-Frikadelle. Na, das wird ja was. Ich habe den Winkel nicht getroffen. Muss mal ganz kurz. Oh, jetzt habe ich den Winkel. Moin Guru. Ich hoffe, dass wir da drinnen genug haben, ne? Platz für die zum Hängen, Da ne? gehen, glaube ich, warte mal, 369 drauf auf so ein Ding. Aber ich glaube, wir haben ja zwei Ach oder so, drei. einschalten sollten wir es vielleicht auch. Ich denke so, hä, wieso geht das nicht? Ja, ohne einschalten funktioniert es natürlich nicht. Ja. 16 Stück haben wir noch. Oha. Ach, die man nicht Doch, doch, aufhängen können. wir brauchen ja jetzt erstmal Geld. Das ist ja nun mal leider Ja. so. Da kommen wir ja nicht drum rum. Sonst können wir den Blauschimmel und die Säue nicht leisten. Aber wir könnten dann tatsächlich mal versuchen, da bei dem Rancher, bei dem, Die zu Schatzsuche gucken, ob wir die nochmal zu Schätze nochmal machen. machen. Ja. Vielleicht ist es ja auch nur bei mir verbuggt, weißt du? Kann ja sein. Ja, aber da hast du das Spiel ja relativ schnell durchgespielt, ne? Ja. Vor allen Dingen, da ich gerade fast 70.000 habe und kein Geld mehr brauche. Aber wir können es brauchen. Heute gibt es Manus Fritz Cola. Oh, Fritz Cola ist so lecker, ne? Oh, nein! Egal. Wird das jetzt noch eine Wurst? Echt? Ja. Wenn man schnell genug ist. Tatsächlich ist tatsächlich noch eine Wurst geworden, du. Heute kriegt Andrina Kaffeeschock. Mal, wenn ich jetzt immer noch darüber langen müsste, das ist gut, dass wir das so zu zweit machen, ne? Wenn ich jetzt einmal noch rüber langen müsste, das wäre echt übel. Noch 6 Stück. Ja,
Kaffee und E, Kaffee trinken und E drücken ist schwierig. Also ich war der Meinung, dass wir das Fleisch auch noch kochen müssen. Ich war da auch der Meinung. Aber wahrscheinlich erst nach dem Aushängen, oder? Nee, dann sind sie fertig. Einschalten bitte. Müssen wir sonst Wasser in den Topf machen? Wie war denn das? Auch nicht, nee. Wahrscheinlich muss man nur Käse kochen. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Oh. Ja, ja. Na gut, jetzt. Wir üben das. Wir üben das nochmal. Ah, oh! Ist doch gegangen. Oh! Ja, mach dir einen schönen Kaffee. Liebe Grit, mach dir einen. Bin noch ein bisschen dröselig. Ja, das ist natürlich, ja. Aber wozu haben wir denn die Kocher denn hier genommen? Ja, das weiß ich auch nicht. Wir können aber auch dann nachher, wenn man in die Großküchen. Sind das hier normale Schränke oder sind das Käseschränke? Das sind Käseschränke. Also könnten wir theoretisch auch hier die Ups, die Käse, ja. Die Käse machen. Mhm. Okay, ich verstehe. So, dann trägt jeder einen. Korb. Ich trage die Verantwortung. Willst du den anderen Korb nicht tragen? Besser gesagt, die Box. Na doch, habe ich doch in der Hand. Ah, okay. Vielleicht funktioniert's ja.